Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen, es ist Mittwoch, der 27. Juli. Willkommen zu unseren täglichen Streaming-Tipps. Heute gehen wir als erstes zurück an die Grundschule. Aber nicht aus der Perspektive von SchülerInnen, sondern aus Perspektive von LehrerInnen, die am System verzweifeln. Die Mockumentary Abbott Elementary spielt an einer Schule in Philadelphia. Der Schule fehlt es vorne und hinten an Geld und Mitteln, aber trotzdem sind die LehrerInnen engagiert und wollen ihre SchülerInnen auf das Leben vorbereiten, zumindest so gut es geht. Das klappt allerdings nicht immer. Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left? Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom? But visual learning is so much better. But guess what? Now you have 0 potatoes. I'm Janine Teagues. I've been teaching here at Abbott Elementary for a year now. The staff here is incredible. Finally feeling on top of things. Cheesesteak. Cheesesteak. This is a classroom, not a holy stand. Die meisten der neuen LehrerInnen halten es nicht viel länger als ein Jahr an der Schule aus. Das liegt auch an der selbstverliebten Schulleiterin Ava Coleman, die ihren Job durch Erpressung erhalten hat. Vielleicht schafft es ja der neue Vertretungslehrer Gregory Eddy, es etwas länger mit ihr auszuhalten. Wenn ihr den Rest des Kollegiums auch noch kennenlernen wollt, könnt ihr Abbott Elementary jetzt auf Disney Plus streamen. Unser nächster Tipp ist ein bisschen verwirrend, denn die dritte Staffel von Black Lake hat eigentlich nichts mit den ersten beiden Staffeln der Serie zu tun. Streng genommen ist es auch eigentlich ein Spin-off und heißt im Original Dystopia. Sky nimmt es aber als dritte Staffel von Black Lake ins Programm. Es ist zwar ein anderes Setting und es sind auch andere ProtagonistInnen, ein paar Parallelen gibt's aber trotzdem. In den ersten beiden Staffeln von Black Lake, da ging's ja um ein verfluchtes Skiresort im Norden Schwedens. In der dritten Staffel geht es jetzt um eine verlassene Anlage aus Zeiten des Kalten Krieges, irgendwo in den schwedischen Wäldern. Eine Gruppe von Jugendlichen plant hier ein Live-Rollenspiel. Als das Stromnetz der Anlage wieder läuft, passieren aber auch hier auf einmal mysteriöse und unheimliche Dinge. Es ist nicht ganz sicher, du warst hier. Die Kraft ist sicher. Passere. Das kann richtig gehen, anders. Han har varit något hemligt knarklam här, eller? Tycker inte att vi borde låta någon vara där inne förrän vi har tagit reda på vad som faktiskt händer. Vi måste vara försiktiga i den där jävla fabriken. Ihr könnt das Spin-off bzw. die dritte Staffel von Black Lake jetzt im Original, aber natürlich auch auf Deutsch bei Wow streamen. Vielleicht kennt ihr ja noch die Show Einsatz in 4 Wänden mit Tine Wittler. Die Sendung läuft zwar seit 2006 nicht mehr, aber dafür könnt ihr jetzt auf Netflix eine modernere und luxuriösere Variante der Sendung sehen. Anstelle von Tine Wittler renovieren in Traumhaus-Makeover Sid und Shay McGee die Wohnungen und Häuser ihrer KundInnen. Dabei ist es auch ganz egal, ob das eine riesige Luxusvilla in Südkalifornien ist oder der Wiederaufbau eines vom Brand zerstörten Einfamilienhauses. Sid und Shay machen alles schöner, was ihnen in den Weg kommt und 4 Wände hat. Die Küche sieht leger nach Küste aus und die Essecke verleiht dem Ganzen Glamour. Ja. Es ist schön, dass wir unseren Fußboden behalten konnten. Er wirkt, als gehört er zum Design. Er führt nahtlos nach draußen und lenkt den Blick zum Meer. Auch wenn wir die Aussicht kennen, hat sie noch nie so toll gewirkt. Vielen Dank. Ich fühle mich beschenkt, dass wir euch engagieren konnten, um unsere Küche so schön zu gestalten. Ihr seid hinreißend und so inspirierend. Es war uns eine Freude. Und noch einen Unterschied gibt es zu Einsatz in 4 Wänden. Die Show Traumhaus Makeover ist ein bisschen persönlicher und gewährt auch einen Einblick in das Privatleben der beiden Hosts und ihrer 3 kleinen Töchter. Die mittlerweile 3. Staffel von Traumhaus Makeover könnt ihr jetzt bei Netflix schauen. Das war's auch schon wieder mit unseren Tipps. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt und keine Folge verpassen möchtet, dann folgt uns gerne in eurer Podcast-App. Das geht zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder Deezer.
Die Tipps für diese Folge hat Jonas Nikolik rausgesucht und Produzent war Benjamin Zerdani. Mein Name ist Anja Boll und ich sage Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programme und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.